Denn wir sind die Frauen am Brunnen. Heute haben wir uns zu viert versammelt am virtuellen Brunnen. Obwohl draußen regnet es bald wieder. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob der himmlische Brunnen sich geöffnet hat. Insofern wären wir da gemeinsam am himmlischen Brunnen. Und das passt auch gut zum Thema, weil wir haben gesagt, wir wollen über spirituelle Lehrer und Lehrerinnen und so weiter uns unterhalten. Und vorher, wie immer, Check-in. Und Monja, wie immer, bist du die Erste gewesen und du darfst als Erstes anfangen. Oh, tja, wieder einmal bin ich hundemüde. Es ist also energetisch, wenn ich ein bisschen was körperlich mache, dann merke ich das also sehr stark. Und 19 Uhr, es ist stockdunkel draußen und ja, eigentlich schon Winterschlaf für mich angesagt. Ja, soweit geht's mir. Lektüre habe ich interessante, buddhistische wieder jetzt. Durchaus, ich weiß nicht, ob du es kennst, es ist eher von einem, es ist nicht hochgestochen, sondern es ist also über die Katze vom Dalai Lama, Waking the Kitten Within, oder das Zweite, was ich also besonders witzig gefunden habe, heißt Instant Karma, wenn du also am selben Tag die Folgen von deinem Tun hast. Also wenn du was Gutes tust, dann wenn du $10, es ist ein Dollar in dem Buch, weggibst, dann kriegst du 20.000 zurück und so weiter und so weiter und so weiter. Also Instant Karma, dass es sich nicht aufs nächste Leben erstreckt, sondern dass es jetzt schon passiert, hat also unerwartete Folgen und ist recht witzig zu lesen. Also ich habe es mit großem Vergnügen gelesen. Ja, soweit mein Check-in. Ich gehe weiter an, wenn immer will. Wer ist, wer immer will? Die Brigitte, Josefina, Enrika und was war's noch? Maria. Kommt Maria auch noch irgendwo. Ja, ich war gerade mit der Enkelin am Adventmarkt in der Waldorfschule, darum bin ich ein bisschen zu spät gekommen. Der Opa hält noch durch und macht mit ihr Kerzenziehen jetzt. Und ich bin nach Hause gefahren, weil die Tochter ist gerade, die sind alle grippig, der Schwiegersohn, also der nicht verheiratete Schwiegersohn hatte schwere Grippe, jetzt hat die Niki, die Mutter des Kindes, schwere Grippe, jetzt darf die heute bei uns übernachten. Und ich mache jetzt zwischendurch noch kurz das Gespräch und bin so ein bisschen angeregt vom Kerzelschwimmen im Wässerchen, in der Dunkelheit und solchen Dingen und schönen Wolltieren und so weiter. Und ja, ich werde mich dann schön langsam auf die Thematik einpendeln und gebe weiter an die Annalisa, die war schon da. Ja, danke schön, Erika. Ja, meine Stimme kratzt noch ein bisschen. Ich war jetzt eben eine Woche ungefähr im Bett gelegen und habe meine ziemlich heftige Mandelentzündung oder Halsentzündung auskuriert. War auch teilweise wirklich so schlapp, dass ich gar nichts lesen wollte und keine Musik und überhaupt nichts, nur einfach Ruhe. Jetzt geht es allmählich wieder, aber man hört halt noch das Kratzen und am Abend schütteln mich noch ein paar Hustenanfälle. Aber heute war ich schon draußen, es war ein wunderschöner Sonnenschein und ein toller Blick auf die Berge. Also hab den Tag schon genossen heute. Genau, und dann gebe ich weiter an dich, Erika. Na, jetzt. Okay, ja, ich grüße euch erstmal alle. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, ich bin relativ schnell gefahren jetzt, weil sich das dann in der Arbeit ein bisschen verzögert hat alles und dann war ich mir unsicher, ob ich mich noch einklinken kann. Aber da die Heidi nämlich gesagt hat, es geht immer, dann dachte ich mir, okay, jetzt wagst du es und wenn es dann blöd ist, dann kannst du ja wieder rausgehen. Aber genau. Ja, ich bin momentan sehr gefordert und bin aber gesundheitlich gut beieinander. Also ich bin sehr stabil, ich bin auch psychisch sehr stabil. Und das braucht es auch gerade.
Und was ich jetzt leider nicht weiß, weil ich das letzte Mal auch nicht da war bei euch, das Thema, wo du dich jetzt gerade, Josephine Enrica, einstimmst. Genau, aber ich hoffe, dass ich da auch jetzt auch langsam reinkomme. Bei der Moni habe ich was von Karma gehört, aber mit dem hat es wahrscheinlich nichts zu tun, unser heutiges Thema. Aber wir wollten an und für sich über feinstoffliche Energien reden. Ah, okay. Und haben aber jetzt, hat sich irgendwie eingependelt, dass wir von spirituellen Lehrern reden. Gut, aha. Was erwarten wir von ihnen? Wieso haben wir zu manchen keinen Draht, obwohl andere ganz begeistert von ihnen sind und so weiter und so weiter. Mhm. Wenn es dir recht ist. Schön. Ja, freue ich mich. Das machen wir. Ich tue jetzt auch noch kurz einchecken. Ich bin heute den ganzen Tag in der Bude gewesen und vor dem Fernseher bzw. vor dem Computer. Seit um 10 mache ich Livestreaming, höre ich von der Konferenz für Klima und Energie. Das ist sehr wissenschaftliche Geschichten. Zum Teil kann ich es nicht verstehen, aber zum Teil, also ja, die Schlussfolgerung kann ich schon verstehen. Und ich finde es total interessant. Ja, also ich weiß gar nicht. Ich habe ja mal angefangen, Physik zu studieren. Vielleicht ist es da noch so eine Reminiszenz, dass mich solche Dinge interessieren, solche wissenschaftlichen Vorträge. Und es wird morgen nochmal sein, da werde ich also morgen nochmal vom Computer den ganzen Tag hängen. Ich habe jetzt aufgehört, weil wir uns ja treffen. Aber ja, spannend, absolut spannend. Und ansonsten geht es mir gut, gesundheitlich wie auch immer. Ich glaube, schon seit 10 Jahren nicht mehr krank und vor allen Dingen keine Erkältung und so. Und ich denke, das werde ich weiterhin so tun. Und ja, gucken wir mal, was jetzt rauskommt bei den spirituellen Lehren. Wir haben im Vorgespräch, sagen wir mal, bevor ihr da wart, Monja und ich haben gesagt, also den spirituellen Lehrer, den ich jetzt mal nicht nennen möchte, den habe ich ja vor 15 Jahren kennengelernt. Bei so einer Tagung habe ich gedacht, naja, schön wie ein Christus, aber Abstand von uns normalem Volk, das war mein Eindruck. Und dann einen anderen, den habe ich auch ein Seminar live gemacht in Berlin mal, habe ich auch gedacht, also irgendwie. Und es zieht sich bis jetzt eigentlich hin, dass ich, obwohl die wahrscheinlich gute Arbeit machen, beide, aber ich mich nicht hingezogen fühle. Und da haben wir uns eben getroffen, Monja, ne? Du hast auch gesagt, wie kommt das, dass man bei manchen spirituellen Lehrern einfach das Gefühl hat, und dann andere, denk mal, oder du hast es geteilt, ne, Annalisa, dass du einen Eindruck hattest, dass es also wirklich sich übertragen, die Ruhe sich auf dich übertragen hat und noch mehr. Und ich würde sagen, kannst du da mal von sprechen? Nochmal jetzt in der Runde von uns allen, was du da erlebt hast. Wenn du willst, kannst du natürlich Namen nennen, aber. Ja, in dem Fall ist es hilfreich. Also ich war in Karlsruhe vor ein paar Jahren und habe den Eckhart Tolle in meinem Leben erlebt, in einer Riesenhalle. Ich war zwar relativ weit hinten gesessen, aber ich habe mich dann einfach so eingetunt, praktisch ihn mal zu spüren, wahrzunehmen, so direkt. Also mit einfach Fokus auf diesen Menschen, wie fühlt sich der an? Ich fand es am Anfang so lustig, weil er kam rein und hat gesagt, Karlsruhe ist ein wunderschöner Name, da ist die Ruhe schon im Stadtnamen und wie schön wäre das jetzt, wenn wir alle miteinander einfach die Stille genießen würden. Und es war großes Gelächter und ich habe mir auch gedacht, naja, ich bin jetzt nicht gekommen, um ihm Schweigen zu sehen. Aber so ungefähr nach einem Drittel von seinem Vortrag oder von dem, was er gesagt hat, hatte ich dann tatsächlich plötzlich das Gefühl, es wäre jetzt schön, wenn wir einfach schweigen würden. Also es fing an, also die Sprache fing eher an zu stören sozusagen und ich habe mich immer mehr da rein gefühlt und die Ruhe ist wirklich übergesprungen. Also das, was er lehrt, habe ich das Gefühl gehabt, das verkörpert er wirklich. Also da muss man die Worte gar nicht spüren, sondern ihn nur wahrnehmen. Und als ich dann rauskam, war ich wirklich auch in einem ganz anderen Modus oder also ich kannte es vorher sonst nur von Kinofilmen, wenn ich da irgendwie so in die Handlung und in den Film eingestiegen bin, dass danach die Welt anders ausschaut. Und
Und da war es eben auch so, es war, ich bin dann wie so in so einer heiligen Stimmung rausgekommen. So wirklich so eine ganz kostbare Stille, obwohl die Stadt natürlich nicht ruhig ist, auch wenn sie so heißt. Das war sehr, sehr besonders, das Erlebnis. Ja, danke. Ich habe das Gefühl, was du schilderst, ist ein Lehren durch Sein und durch Übertragung des Seins, während doch viele spirituelle Lehrer einen Haufen Wörter machen und einen Haufen Erklärungen und einen Haufen, naja, auch Ermahnungen vielleicht. Oder wie seht ihr das? Was ist eure, also mehr mental meine ich, ne? Dass es die zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, das Lehren über Übertragung und das Sein und das Lehren über den Kopf sozusagen, Zusammenhänge oder sonst wie zu erklären. Ich stelle fest, dass ich gar nicht so wirklich sehr viel mehr, sehr viele spirituelle Lehrer bis jetzt wirklich gesucht und erlebt habe. Ich lerne eigentlich spirituell von Menschen. Ich habe ja immerhin in der Theologie einiges studiert und so. Aber eigentlich von unterschiedlichsten Menschen lerne spirituelle, die Art, wie sie spirituell orientiert sind. Und dieses Zentrale, wenn man spürt, ist das, was man da lernt, dass das durchlebt ist. Aber wie spüre ich das? Das habe ich jetzt gerade überlegt, an was mache ich das fest? Wenn es gelingt über die Ausstrahlung, so wie du sagst, Annalisa, klar, das ist, aber oft sind es auch ganz einfache Menschen, die dann doch irgendeine spirituelle, also ganz einfach kann eh jeder sein, aber Menschen, die jetzt nicht speziell spirituell engagiert sind, die trotzdem auf der spirituellen Ebene dann für mich eine Wirkung haben. Aber ich habe das jetzt noch nicht so ganz klar. Ich muss da jetzt noch ein bisschen weiter überlegen. Aber jedenfalls bin ich bei spirituellen Lehrern erst einmal meistens bevorurteilt. Und dann, wenn die das schaffen, meinen Vorurteil zu überwinden, dann denke ich mir, oh cool. Ja, so viel für jetzt. Und was macht dich skeptisch? Also woher kommt das Vorurteil? Oder die? Naja, doch, vielleicht so. Das sind aber natürlich gemeinerweise schon eher Erfahrungen von außen, so reinzuhören in gewisse Leute, die halt irgendwie spirituell was, egal in welchem Forum, von sich geben. Was macht da das Vorurteil? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Muss ich noch ein bisschen nachdenken, Monja. Ich weiß es noch nicht. Also es hat eine Idee dazu, was bei euch funktioniert, aber ich muss erst einmal nachdenken. Na, mir ist eingefallen, vor Jahrzehnten, habe ich einmal im buddhistischen Zentrum den Ole Nidal erlebt, der ja von Charisma strotzte damals. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, ihn als meinen Lehrer zu wollen, also Zuflucht zu nehmen. Er hat dann so eine Box gehabt, die hat er ihm auf den Kopf gegeben und hat dann mit anderen Leuten geredet und da ist irgendwas übertragen worden. Und mir hat es also so gebeutelt und da hat er ganz erstaunt geschaut. Und ich war also wirklich auch so, wie du sagst, Anneliese, ich war irgendwo von irgendeiner Energie weggetreten, aber es war nicht von ihm. Das ist doch irgendwo, also er hat eben diese Box verwendet, was ich zum Segnen oder sonst irgendwas. Aber ich wäre also nie auf die Idee gekommen, also ihn als meinen Lehrer zu sehen. Also ich habe da auch eher diese, es gibt ja auch die, die Gattung der, jetzt habe ich vergessen, wie der Ausdruck ist, also dass die Hörer und die Selbstverwirklicher oder die Selbst, also die sich ohne Lehrer verwirklichen, habe ich gefunden. Und da war ich dann ganz beruhigt und mir gedacht, also bitte, dann bin ich halt auch so ein, ich habe halt keinen Lehrer, was soll ich tun? Weil es einfach so in vielen dieser, auch der buddhistischen Bücher, ohne Lehrer geht gar nichts. Du brauchst also die Energie des Lehrers
Und das kann ich mir durchaus lebhaft vorstellen, also dass zum Beispiel die Präsenz des Dalai Lama dich irgendwie auf eine andere Ebene hebt. Weil ich habe also einmal einen Mönch, der meditiert hat, auch mit uns in Shambhala, glaube ich, war das auch. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass in dem seiner Gegenwart, es atmet mich. Bis dahin habe ich es eigentlich nicht bemerkt. Also es bewirkt schon was. Aber es müssen nicht die Worte sein. Also da bin ich schon sehr der Ansicht. Okay, das war's. Das fiel mir ein. Also zu spirituellen Lehrern fällt mir eigentlich ganz viel ein. Also ich habe das Glück, dass ich das 7 Kilometer von meinem Wohnort weg ein buddhistisches Zentrum war, also ein relativ bekanntes Jägerndorf von der Kamakachi-Schule oder Kakyu, ich weiß, spricht man jetzt so aus. Und das geht praktisch, da ist der hauptspirituelle Lehrer Gendun Rinpoche, der ist eigentlich schon relativ bekannt, aber jetzt nicht überall. Und der hat in Frankreich eben dieses, also ein Kloster gehabt, und die Menschen, die dort ein 3-Jahres-Retreat gemacht haben, also so eine Zurückziehung von 3 Jahren, 3 Tagen und 3 Jahren, 3 Monaten und 3 Tagen, die sind in abwechselnden Abständen, also jeder, glaube ich, 3 Monate, immer nach Jägerndorf gekommen und haben da jede Woche Belehrungen gegeben und auch Pujas gemacht und. Und wir waren so eine Gruppe von hauptsächlich Frauen, die da über bestimmt 10, 15 Jahre hingegangen sind und wo wir wirklich das Glück hatten, die haben sich so ausprobiert, diese Lehrer in Anführungszeichen. Und und das war, also jetzt im Nachhinein gesehen, ein riesengroßes Geschenk. Also das war, man musste da jetzt auch nicht so viel bezahlen oder Kurse machen oder wie auch immer. Die gab es dann auch. Und das hat dann geschlossen, also jetzt vor 10 Jahren. Und die haben sich dann in der Mitte von Deutschland angesiedelt. Und aus dieser Gruppe heraus sind wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, absolut tolle spirituelle Lehrer, ich halte jetzt von dem Begriff auch nicht so viel, aber so bestimmt 7, 8 Menschen, Männer und Frauen rausgekommen, wo ich sage, dass die den Buddhismus und den buddhistischen Gedanken und wie auch immer toll erklären können, auch zum Teil leben. Und mit einer, die da das Zentrum geleitet hat, die hat dann 3 Jahre bei uns gewohnt, wo das auseinandergegangen ist, das Zentrum, wo das woanders hingegangen ist. Und es war eine total wertvolle Zeit, weil das ist einfach eine richtige Herzensfreundin geworden. Und wir haben uns da viel unterhalten. Also von daher bin ich so ein bisschen erfüllt. Und einen großen Krach hat es gegeben, als aus dieser Gruppe einige Männer, ich glaube sogar 4 oder 5 waren, das ihr Zölibat zurückgegeben haben. Und es war dann in diesem ganzen buddhistischen Setting war das ein Riesenskandal. Und das hat ganz, ganz viele Schüler jetzt so, die jetzt wirklich so lehrerhörig waren und für die jetzt wirklich das war ein Riesenverrat und also die waren zum Teil auch verzweifelt und wo sie einfach gemerkt haben, die Lehrer sind ja auch nicht unfehlbar, das sind ganz normale Menschen und so weiter. Und mir fällt noch ein, auch vom Ken Wilber, der macht ja diese Unterscheidung, erwachte Lehrer, also erwachen und erwachsen. Und der sagt, dass im Grunde genommen das Erwachen kannst du auf dem Kissen erreichen, also durch Meditation, aber das heißt noch lange nicht, dass du nicht auch ein Arschloch sein kannst im menschlichen Miteinander. Und das stimmt auch und das habe ich auch eben oder mit so beobachten können, was da einfach auch so los war. Und Ken Wilber sagt ja, das Erwachsen,
das ist im Grunde genommen das, was uns dann auch die Psychologie und so weiter auch gebracht hat, dass wir jetzt ohne jetzt mit uns selbst quasi in Arbeit zu gehen oder eine Therapie zu machen oder wie auch immer, dass einfach diese beiden Wege zusammengehören. Und dass nur ein Mensch, der auch erwächst, also der quasi mit sich in Arbeit ist, dass der auch nur, also auch das Erwachen in Anführungszeichen, was auch immer das bedeutet, erlangen kann. Also diese beiden Dinge, dass das für uns ganz, ganz wichtig ist. Und diese Lehrerzentrierung, das ist für mich auch, also das ist eigentlich ein No-Go, das habe ich auch gemerkt. Ich habe mich auch nie so für einen Lehrer jetzt so hingeben können. Das war für mich mehr so eine Lernsache auch. Und aber wem ich mich jetzt wirklich in gewisser Weise hingeben kann, ist Annalisa dem Eckhart Tolle. Also das ist so, den habe ich jetzt nach meiner buddhistischen Phase nochmal neu entdeckt. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne nur seine Bücher und ein besonderes Buch, mit dem ich mich jetzt bestimmt schon 2 Jahre beschäftige. Und das ist für mich ein Lehrer, der an möglichst geringen Konzepten hängt. Also Buddhismus und das Ganze mit diesen ganzen Praktiken und so, das sind ja auch gespickt voll Konzepten und. Also ich will mich da jetzt gar nicht so auslassen, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Aber beim Eckhart Tolle ist es so, da habe ich jetzt, und ich kenne ihn ja schon lange, aber jetzt seit es bei mir gefunkt hat, bin ich da ganz beseelt. Und das, wie gesagt, das ist... ein ganz tolles Erlebnis, was ich da für Transformation oder wie auch immer machen darf. Also jetzt habe ich lang geredet, tut mir jetzt leid, aber das ist ein Thema, da brenne ich dafür. Also das interessiert mich sehr. Genau. Kein Problem, sprich weiter. Nein, passt schon. Und ich habe also viele Freundinnen und Freunde noch aus dieser Zeit, und das ist schon also so eine kleine Sangha, und keiner von uns praktiziert mehr buddhistisch oder tibetisch oder so. Hat jeder ist da seinen eigenen Weg gegangen, manche in einen schamanischen Weg und Strömen und Heilpraktiker und so weiter, aber das ist schon, diese Zeit verbindet noch wahnsinnig. Also das ist wirklich, das war wirklich total schön, aber jetzt im Nachhinein, genau. Oh, danke. Ja, dann will ich mal was erzählen. Ich bin ja Enneagramm 4 und da sieht man ja immer das Glas halb voll statt, halb leer oder wie war das? Also das Negative. Und da wollte ich euch was erzählen davon. Hier ungefähr 10 Kilometer weg, so man kann darüber gucken, da hat sich in ein altes Kloster, das war auch relativ verfallen gewesen, die Kirche war kaputt, nicht kaputt, aber renovierungsbedürftig, ist irgendwann ein Heiliger eingezogen. Und hat dann also Empfänge gemacht von Leuten. Angeblich hat er solche Stigmas und er kann Leute heilen und so und so. Und da habe ich das mir eine Weile so überlegt, auch wäre ja toll, wenn so eine Energie hier in der Gegend ist und so. Und einmal bin ich hingegangen, da macht er so alle Vierteljahr oder so, macht er das und kommen, das sind Tausende von Leuten, Tausende vielleicht nicht, aber doch ziemlich viel, die da kommen. Okay, bin ich hingegangen. Das ist jetzt sicher schon auch fast 20 Jahre her oder so. Und dann muss man sich lange in die Reihe stellen und dann irgendwann wurde man auf den Innenhof gelassen. Ja, das ist diese alten Kyostro, wie nennt sich das? Diese schön mit den Bögen, diese Innenhöfe in den Klostern. Und dann immer so eine Gruppe nacheinander, so vielleicht 100 Leute. Und dann stand er da vorne irgendwie in der Ecke und erzählte, was man alles nicht machen darf, also praktisch, ne? Also wie so ein Pfarrer von der Kanzel und einfach nur furchtbar, so dieses alte katholische Dingsbums, ja, und kategorisch und belehrend und ich habe gar nichts gespürt. Im Gegenteil, ich habe gedacht, was ist denn das? Ja? Und wie sollen dadurch Heilungen entstehen? Also ich konnte absolut keinen Bezug da sehen. Und ich war ziemlich
ärgerlich, als ich raus war. Habe gedacht, Mensch, die Leute, die glauben da alle dran. Naja, vielleicht passiert durch den Glauben was, aber so ein Kerl, nee. Ja. Und es ist schade, weil ich hätte gern jemanden da in der Nähe gehabt oder so eine Energie, eine heilige Energie, wo ich gedacht hätte, oh, das wäre ja schön, sich da so irgendwie einzuklingen. Aber das war das absolut negative Erlebnis. Und insofern die Frage, das ist ja nun, sagen wir mal, traditionelle Spiritualität, kircheneingebettete Spiritualität. Birgitta, du hast ja sowas studiert mal. Kannst du da irgendwie was dazu sagen? Naja, da kann ich eigentlich nicht wirklich sehr viel dazu sagen, weil ich habe Hebräisch studiert und ich wollte den Unterschied zwischen dem alten und modernen Hebräisch so philosophisch und bildlich ausloten. Und da war viel durch das alte Hebräisch, das ist auf der Theologie. Und dadurch kam ich auf die Theologie, habe aber vieles dann andere einfach entweder aus Berührungsangst oder aus auch Desinteresse, weil ich gesagt habe, das, da habe ich mir einmal reingesetzt und dann hat es mir gereicht, da gehe ich nicht wieder hin. Ja. Aber es gab auch sehr interessante Lehrveranstaltungen auf der Theologie. Also zum Beispiel der, was man normal sagt, Dogmatiker. Ja, das sind jetzt die Systematiker, die nennen sie nicht mehr Dogmatiker, weil sie sonst so dogmatisch wirken. Und der hat mir ganz viel gesagt. Das war irgendwie ein klarer, interessanter Mensch, der halt da wirklich gut systematisch denken konnte. Ich sprich auf das an, ich mag das nicht so, wenn es recht chaotisch ist. Und aber ich kann den, da ist ein spiritueller Anteil dabei, aber ich kann das auf der Uni, also die spirituelle Ebene habe ich sicher nicht von der Uni und das ist ja auch nicht die Aufgabe der Uni. Ja. Also auf der Uni wird ja eher über die gedankliche Ebene, über die sprachliche Ebene und natürlich auch, es wird reflektiert, eben auch, dann über die Psychologie der Spiritualität und sowas, was ich alles. Aber im Grunde, was ich dann eher spirituell erlebe, ist entweder wirklich in der Textarbeit, die wir machen in Gruppen, übers Hebräische, da ist die Sprache ist so wie das Medium, wir haben eine andere Sprache, das holt dir aus dem normalen Denken raus, weil die ein bisschen anders funktioniert und da passieren Dinge, aber das ist halt auch über die sprachliche Ebene. Und sonst... ich meine, ich habe zum Beispiel den David Steindl Rast, wenn ich den höre, da bin ich meistens sehr angetan und freue mich wirklich. Und der ist so bescheiden und da habe ich nicht das Gefühl, ich bin schon einfach, ich glaube, meine Vorurteile kommen daher, dass ich eben einerseits gerne systematische Denker habe, so wie auch Ken Wilber und andere, und andererseits aber sehr allergisch bin auf Ideologen. Und sehr viele spirituelle Lehrer, ich kann es nicht in Prozent ausdrücken, aber nahe an irgendeiner Ideologie manchmal herumschwirren. Und da oft überträgt sich, was weiß ich, in der Qigong-Gruppe, wo kein spiritueller Lehrer in dem Sinn ist, wo halt über spirituell offene Menschen miteinander Qigong machen, überträgt sich viel Energie, die einfach schön ist und die oder in der Meditationsgruppe überträgt sie auch viel Energie, wo wir uns aber gegenseitig eigentlich unterstützen dabei. Also das ist jetzt nicht ein Lehrer. Zu Eckhart Tolle kann ich leider jetzt gerade nichts sagen. Ich kenne den Namen, aber ich habe schon lange nichts mehr gehört oder zu tun gehabt. Also da kann ich mich jetzt nicht äußern. Und eben zur Spiritualität der katholischen Kirche. Nein. Da ist viel Schönes drinnen, wenn man reingeht. Und, aber ich bin nicht wirklich in die katholische Spiritualität reingegangen bis jetzt. Und es ist nicht. Natürlich, ich kann über Rosenkranz auch in der spirituelle Ebene kommen, aber da ist bei mir zu viel Barriere von früher. Also das ist leichter, das irgendwie anders zu machen. Und es geht dann, wenn dann einmal wieder Rosenkranz gebetet wird für einen netten Verstorbenen, dann komme ich über das schon auch rein, über dieses mantraartige Beten. Aber es ist jetzt nicht so, bis jetzt nicht so wirklich mein Weg gewesen. Also zum zu viel
einstweilen zum Thema katholisch, ja, wo vielleicht zur spirituellen Ebene, wo ich jetzt ganz einmal erstaunt war, da gibt es in Bayern einen, ich rücke jetzt gerade der Anthroposophie wieder ein bisschen näher, um da auf der Ebene ein bisschen sprachfähig zu werden, weil da hat mir einer gefragt, ich soll Hebräisch in der anthroposophischen Erwachsenenbildung einmal was machen und das Kind von der Tochter geht in die Waldorfschule, also jetzt rücke ich innerlich ein bisschen näher. Und dann bin ich auf einen Bayern gestoßen, jetzt habe ich den Namen vergessen, der predigt wie ein protestantischer Charismatiker mit einem Charisma, aber Anthroposophie. Und wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, gibt es das auch? Gell? Also die Kombinationen, die entstehen in der heutigen Zeit, die sind voll spannend, interessant, seltsam. Ich habe noch nie was persönlich mit ihm zu tun gehabt. Ich kenne ihn nur über YouTube. Aber es gibt da wirklich die interessantesten Dinge, die da passieren. Ja, danke. Ich wollte noch zwei Namen nennen, die mir eigentlich sehr gefallen. Auch persönlich habe ich kennengelernt. Jetzt habe ich doch gerade den Namen vergessen. Das kann doch nicht sein. Die Frau aus Annette Kaiser, jetzt habe ich es. Die finde ich sehr sympathisch und sehr, sagen wir mal, angenehm. Ja? Also ich habe nicht ernsthaft was mit ihr noch gemacht, aber da habe ich nicht dieses Gefühl von Distanz, was ich von den anderen beiden habe, die wir vorher besprochen haben mit Monja. Da war immer das Gefühl, oh Gott, die sind so weit weg. Während Annette Kaiser fand ich immer irgendwie einladend, sagen wir das mal so. Und dann kenne ich nur über Audio Richard Rohr, finde ich auch sehr ansprechend, muss ich sagen. Ja. Da habe ich dieses Allergiedings nicht, sagen wir mal so. Also ich habe jetzt nicht nur bei spirituellen Lehrern, sondern generell, wenn ich was lernen wollte, mir angeschaut, wie authentisch ist denn der Lehrer oder die Lehrerin. Also das war schon ganz, ganz früh eigentlich. Von der 8. Klasse bis zum Abi war ich in der Klosterschule und ich habe mir die Klosterschwestern angeschaut. Ich habe ja da einige kennengelernt. Also, und ich habe zwei gefunden, die, also heute würde ich sagen, spirituell sind. Damals hatte ich das Wort noch nicht, aber die haben wie von innen raus gestrahlt. Also die waren wirklich, die haben das verkörpert gefühlt. Ja, die eine hat mal erzählt, sie hatte sich gewünscht im Winter vom Heiligen Josef, das hat sie ihm gebeten, dass sie jeden Tag gerne einen Apfel haben möchte. Also einfach was Frisches. Und sie hat gesagt, er hat ihr jeden Tag einen Apfel geschenkt. Auf die unterschiedlichsten Art und Weisen kam sie wirklich täglich zu ihrem Apfel. Und das war irgendwie, wie soll ich sagen, also die war einfach auch in einer inneren Stille und in einer, hat sich berühren lassen. Ich habe viele andere kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, die sind wie unglücklich verheiratet, die können halt nicht raus, weil nicht nur der Glaube, sondern eben auch der Beruf und alles ist ans Kloster gebunden. Aber bei zweien hatte ich wirklich so das Gefühl, ja genau, die profitieren davon oder die wachsen daran. Also das ist nicht so, dass die nie mit sich gerungen hätten oder so, aber es wirkt einfach authentisch, was die leben. Und genauso habe ich, wenn ich Yoga ich habe ein paar Versuche gemacht, Yoga zu lernen. Und da hatte ich auch einmal einen Lehrer, der die wunderbarsten Verrenkungen hingebracht hat. Und wenn er normal, ich war mal mit ihm unterwegs zur U-Bahn, zur nächsten U-Bahn-Station und habe dann gesehen, der kann kaum laufen. Ich weiß nicht wieso. Also er hat schon was gesagt, er hat zwei kaputte Knie. Aber wenn jemand so wunderbare Bewegungen machen kann im Yoga, warum kann er nicht geschmeidig gehen? Also das passt nicht zusammen. So. Und das Gegenstück dazu, Moshe Feldenkrais, der ja auch seine Methode entwickelt hat, wie man Bewusstheit im Körper erlangen kann oder mehr Bewusstheit durch Bewegung erlangen kann, der hat von sich gesagt, dass er zwei kaputte Knie hat. Und ich habe mal ein Video von ihm gesehen, der hat sich bewegt wie eine Ballerina. Das war unglaublich. Obwohl er nie irgendwie eine Knie-OP
hatte, sondern einfach selber gelernt hat, wie man damit umgeht. Und das meine ich dann, da ist es authentisch, da hat jemand das angewendet oder umgesetzt im Alltag und zeigt es nicht nur vor. Das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Mir ist jetzt gerade noch was, danke Annalisa, mir ist jetzt noch gerade was eingefallen zum Thema katholische Spiritualität. Ich hatte eine Nenntante, die war in München im Kloster Benediktinerinnen und die hatten diesen wunderschönen Choral, was die Benediktiner so einen schwebenden, wie heißt der? Jedenfalls so einen schwebenden Gesang war ihre Art, die Feier zu begehen. Und das war wirklich ganz auf der katholischen Ebene eine wunderschöne Ebene, die gleichzeitig ein sinnliches Element gehabt hat, diesen schwebenden Gesang, gleichzeitig auch sprachlich, aber die Sprache war jetzt nicht so wichtig. Und diese Frau, diese Nenntante, die hat es im Leben auch ausgestreut, so eine Güte und eine Ruhe und auch eine gewisse Schwebendheit, dass man nicht sie vom Alltag so reinfressen lässt. Also das ist jetzt ein Beispiel, nur weil ich zuerst gefragt worden bin von der Adelheid, von der Heidi wegen katholischer Spiritualität, die mich wirklich damals beeindruckt hat, an der Person und auch an der Gruppe, ob jetzt da alle Nonnen da in dem so gut drin waren oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber bei der Person, die war auch das, die hat das einerseits mitgetragen, immer diesen Gesang, und die hat diesen Gesang, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die lebt dann auch im Alltag, den Gesang. Und das habe ich wirklich schön gefunden. Was mir jetzt ein bisschen ein Anliegen wäre, ich weiß nicht, ob es euch eins ist, weil die Adelheid ja kommt von dieser wissenschaftlichen Klimakonferenz, die mir sehr, ich habe das jetzt nicht realisiert, dass die jetzt ist und so weiter, interessiert mich sehr, wie weit ist es wichtig, die Spiritualität, die Lehrer vermitteln. Wie ändert sich dadurch was im Leben? Wenn ich jetzt ein authentischer spiritueller Lehrer bin, kann mein Ding sein, ich möchte Spiritualität verbreiten, aber es kann ja auch sein, dass das Leben irgendwo in seiner Ganzheit besser zu erfassen und auch innerlich aktiv zu sein, vielleicht auf der spirituellen oder anderen Ebene. Wie begegne ich über die spirituelle Ebene den Krisen? Ich weiß nicht, wie die Lehrer da unterwegs sind. Da habe ich jetzt gerade noch keinen Gedanken dazu. Na, ich habe ja gerade vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon unter uns allen war, dass ich ein Interview von Russell Brand mit Eckhart Tolle gehört habe, der sich zu der gegenwärtigen Lage und wie der Mensch damit umgeht und so weiter geäußert hat. Und das fand ich sehr gut. Ich weiß nicht, ob andere spirituelle Lehrer da groß, sagen wir mal, Stellung nehmen oder groß was dazu sagen zum normalen Leben und gerade zu diesen Herausforderungen, ne, denen wir gerade begegnen. Aber Wo hast du das? Russell Brand, das ist ein englischer, eigentlich Komiker, aber der macht ständig, ich kann euch einen Link nachher geben, der macht ständig Interviews mit wirklich interessanten Leuten. Ist ein bisschen verrückt, aber die Leute sind gut und er ist auch sehr verrückt seriös, sag mal so rum, oder seriös verrückt. Ich weiß nicht, wie rum ich sagen soll, vielleicht beides. Ja. Danke, dass du das nochmal erzählt hast, da war ich noch nicht dabei. Das macht es jetzt wunderbar. Ja, hatte ich gut, fand ich sehr gut. Aber ich bin nicht ständig auf der Suche nach solchen Sachen. Das war zufällig, dass ich dem begegnet bin und dachte, oh toll, das passt ja eigentlich zu meiner, sag mal, verhaltenen Sympathie, die ich habe für Eckhart Tolle, ja. Und die hat es bestimmt erhöht, dieses Interview, und nicht verringert. Ganz gut. Was hat er da sinngemäß gesagt? Das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, aber es war keine Predigt, sondern das war wirklich eine Vertiefung in die menschliche Situation, in die menschliche Möglichkeit, mit den Situationen umzugehen und so weiter. Also sehr schön. Also ich würde sagen, eine integrale Position, ne? Von das Äußere und das Innere irgendwie miteinander zu verflechten, und fand ich. Ja, und nicht ideologisch eben. Ne?
Mir war vorhin was mit ideologisch eingefallen. Ja, das für mich macht eine Glaubwürdigkeit von einem spirituellen Lehrer auch, hängt damit zusammen, wie sehr ich das Gefühl habe, sie folgen nur einer Linie. Und wie du von diesem Yoga-Menschen gesagt hast, dass er dann nicht laufen konnte, während da habe ich gedacht, ist dann jetzt auch Yoga so eine Art Ideologie, der man genügen muss, aber wie es einem selber geht, ist eigentlich dann nicht so? Also nur mal so die Frage, ne? Dass man eigentlich gar nicht wirklich, wie soll ich sagen, mit sich umgeht, obwohl man Verrenkungen macht, so als Programm, ja, aber nicht, ich sage das auch, weil ich habe hier eine Pilates-Lehrerin, also was die alles hat, überall, aber die macht auch alle Verrenkungen, ja, dann tut ja die Hüfte hat sowas, am Knie hat sowas und dort tut ihr alles weh und sie macht es trotzdem. Da frage ich mich, macht das Sinn eigentlich, dass man so praktisch gegen den eigenen Körper macht, indem man ganz toll die Sachen macht? Also die in dem Fall Yoga. Also ich denke, das ist in erster Linie eine Frage der Persönlichkeit. Man wird wahrscheinlich in jeder Lehre Menschen finden, die das authentisch verkörpern und in ihren Alltag bringen und andere, die das halt wie so eine zweite Schicht, eine Haut über sich gezogen haben und dann trotzdem ihre eigene Haltung, also sei es jetzt leistungsorientiert oder also das eigene Ego oder den eigenen Antrieb da damit ausleben. Ja, was macht Authentizität aus? Was empfindet ihr, was Authentizität ist? Also du hast gesagt, wenn jemand so mit dem Körper alles Mögliche machen kann, aber dann nicht laufen, das ist ein Zeichen von Nicht-Authentizität für dich. Was kann man noch sagen, was Authentizität ist, beziehungsweise was es nicht ist? Das, was mir schwerfällt, wo ich nicht sehr authentisch bin, so die eigenen Fehler freundlich belächeln können, das ist auf jeden Fall einerseits sie zu sehen und andererseits sie nicht zu ernst zu nehmen und trotzdem stark in dem zu bleiben, was die eigene Sendung ist oder so. Aber da habe ich noch zu arbeiten an dieser sozusagen das freundlich mit Humor zu sehen, was gerade hakt irgendwie selber. Ja, ich habe das auch wieder gefunden und mir ist dann aufgefallen, dass ich das schon vor 30 Jahren auch in einer Frauengruppe mit der Elfi Marx damals gesagt habe, dass ich mich selbst nicht so wirklich ernst nehme. Und da habe ich mich ganz entsetzt angeschaut, alle. Also, weil das war doch, man muss sich doch wirklich ernst nehmen. Okay. Aber ja. Oh, die Anna kommt spät, aber doch, sie kommt. Ja, das hat sie ja gesagt. Schön, dass du da bist. Wir reden über spirituelle Lehre und was Authentizität ist, gerade in dem Moment. Danke, ich höre natürlich jetzt nur zu. Ich wollte mich jetzt einfach noch melden und klären, ob eine Chance eben besteht, dass wir es um 8 wieder machen und so. Aber ich höre jetzt einfach zu. Genau, das reden wir nachher. Mhm. Wie ist das mit dir, Erika? Was findest du authentisch? Also jetzt bei Lehrern oder jetzt überhaupt auch bei Menschen finde ich, dass jemand authentisch sein kann, wenn er sich selber auch gut beobachten kann und seine, auch das, wie man sich, also jetzt
oder als Mensch auch ja, diese vielen Tricks, mit denen man sich selber so überlisten kann. Und dass man im Grunde genommen, da gebe ich der Moni auch recht, so ein bisschen über sich selber schmunzelt, wenn man sich selber irgendwie auch einfach so gut kennt, dass man auch seine Schwächen und seine Fehler und im selben Augenblick, wo man die macht, ja, sehen kann, zugeben kann, drüber lachen kann und ja, so einfach das, dem so auf die Spur kommt, wie man selber und der menschliche Geist so funktioniert. Und vor allem auch, wenn man so eine Spur von Geschmack davon bekommt, was es so mit dem eigenen Ego auf sich hat. Das ist für mich was ganz Wichtiges, um sich selber auf die Spur zu kommen. So, was triggert mich, wo muss ich mich quasi besser verkaufen, wo muss ich diese Rolle spielen, wo muss ich das machen, wo kriege ich diesen Gewinn her? Also, dass man das einfach weiß, dass es das gibt. Und das ist so, wenn man mit Menschen zusammen ist, die das auch wissen, dann, ja, das ist auch entspannend irgendwie so. Und wenn man sich gegenseitig nichts vormachen muss und auch diese sich selber beobachten kann, wie man wertet, wie man den in die Schublade steckt und den rausholt und wie auch immer. Also so diese ganzen praktischen Dinge und da kommt für mich einfach, ja, Authentizität, ja, ihr wisst, was ich meine, A-Punkt. und das ist so, ja, so schön irgendwie, weil da kann man auch viel lachen dann miteinander. So nach dem Motto, nein, jetzt wollte ich mich eigentlich nur noch wichtig machen irgendwie. Einfach so, also auf der Ebene, also jetzt ist so die eine Seite. Und da gibt es die andere Seite, ist auch dann sehr ernst irgendwie. Auch wenn der Eckhart Tolle auch so sagt, einfach annehmen, was ist. Und es gibt nichts anderes, als nur da zu gucken. Und das ist auch ernst, weil ja dann das ganze Leid und du ja auch eine Haltung entwickeln kannst, um mit dem auch umzugehen. Also das ist nicht nur witzig. Ja. Schön, da fällt mir ein Sprichwort dazu ein. Es ist, wie es ist, sonst wäre es anders. Es ist in Anlehnung an den Karl Valentin, ich bin froh, dass es ist, wie es ist, weil wenn es nicht, warte mal, weil wenn ich nicht froh wäre, wäre es auch so, wie es ist. Finde ich auch ganz nett. Ja, schön. Ja. Ja, was für mich auch noch wirklich wichtiges Zeichen von Authentizität ist, ist, wenn man es spürt, dass wer mit dem Herzen bei der Sache ist. Der muss dann nicht so wahnsinnig reflektiert sein, kann oder die, aber das ist dann wunderschön, wenn es stattfindet, aber wenn nicht, dann, wenn man spürt, die Person ist mit dem Herzen bei dem, was aus ihr kommt und was irgendwo in die Ebene der Unverfügbarkeiten hineinreicht. Und das ist schwierig, das in Worte zu fassen, das wahrnehmen wir, ob ein anderer mit dem Herz dabei ist. Ich weiß nicht, ob ich das in Worte fassen kann. Alleine schon der Ausdruck. Die Ebene der Unverfügbarkeiten. Kannst du mal sagen, was du damit meinst? ja, jetzt bin ich richtig schalten, oder? Ihr hört was, oder? Ja. Ja. Ich meine diese Ebene, wo Gott vorkommt und was über die menschliche Erkenntnis und was über das Normalmenschliche hinausgeht am ehesten. Und ja, auch das Nirvana oder solche Begriffe, wenn ich es begrifflich fasse, sind es Begriffe, die eigentlich weiterführen, weg von der, in eine andere Ebene, wo du nicht in der Begrifflichen bleiben kannst damit. Ich habe es zum ersten Mal gehört und ich finde es einen tollen Ausdruck, weil du nicht darüber verfügen kannst. Ja, eben. Ja. Du kannst dich nur öffnen und hingeben, aber verfügen
kannst du, also ich finde das ein toller Ausdruck. Ja? Mhm. Ja. Also ich muss mir unbedingt den Tolle jetzt anhören. Ich direkt an. Lass doch die Anna noch ein bisschen, Anna Hauser ein bisschen integrieren. Ja, mir fällt nur gescheit daherreden, dass es gibt ein tolles Buch über Unverfügbarkeit vom Hartmut Rosa. Also daher kenne ich den Ausdruck. Mhm. Aber frag mich nicht, aber es geht natürlich genau um das eben, dass eben sozusagen einfach das, was uns Menschen demütig wieder machen könnte oder sollte. Eben, dass es ein paar, eben immer wieder, Gott sei Dank, die Entdeckung, es gibt Unverfügbarkeit für uns mehr. Es gibt einfach Grenzen. Punkt. Ja, mehr kann ich momentan gar nicht sagen. Oder vielleicht einfach, dass ich einfach glücklich bin, dass ich am Freitag zum Kontakt tanzen gehen kann. Das ist einfach schön. Kontakt tanzen und dann noch über Spiritualität und Unverfügbarkeit reden. Und was ist Kontakt tanzen? Ich schicke euch gerne einen Link. Also das ist Contact Impro. Ich mache das seit 25 Jahren. Das ist eine Mischung aus eben Improvisation und es ist Kommunikation mit dem Körper. Tänzerisch. Ich schicke euch, wenn euch das interessiert, einen Link, weil da bewegt man sich so, was man im Alltag einfach nicht, man wälzt sich übereinander, wird getragen, liegt, umarmt sich. Also es ist einfach Körperkontakt und achtsame Begegnung. Es ist einfach toll. Spiel, Improvisation, Verrücktheit, Live-Musik meistens dabei. Es ist einfach... Gerade heute Handpan, ein verrückter Gitarrenspieler, dieses Instrument, dieses, was so wie Meeresrauschen ist, diese Trommel, die da Sand, also es ist einfach, ihr kriegt es ja mit, es ist einfach toll. Das mag ich nicht missen. Das spürt man, das ist wunderbar, wie die Energie jetzt hier so rüberschwappt in unseren Raum. Danke dir, ja. Aber ich denke, wir sind uns so um. Ich habe eine Frage an dich, wenn die Heidi die Aufnahme stoppt. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Ich würde sagen, wir sind mehr oder weniger am Ende. Und ob wir noch ein paar Wörter sagen wollen zu dem, was wir uns heute erarbeitet, ersprochen, erfüllt oder sonst wie haben. Als Checkout sozusagen. Naja, ich fange an. Weiterhin, glaube ich, komme ich ohne Lehrer durch. Aber ich schaue mir gerne viele Lehrer an und ich habe ja eigentlich meine ganze Literatur, die ich habe, baut ein Lehrer auf den anderen auf. Also ich bin immerzu begleitet eigentlich auf eine gewisse Weise. Aber ich bin nicht bereit, irgendjemand auf einen Protest zu stellen. Das ist ganz klar. Auch mich nicht. Aber niemanden. Okay, danke. Das war mein Checkout. Ja, da kann ich wunderbar anschließen. Ich habe, also meine Inspiration kommt hauptsächlich aus Büchern und gelegentlich mal eben einen Lehrer live kennenlernen, aber das ist eher selten. Und im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, dass wenn man jemanden aufs Podest hebt, dass das ziemlich tief stürzen kann, auch mich selber tief stürzen kann. Und am meisten auf der Hut, glaube ich, muss ich sein davor, mich selber auf ein Podest zu stellen. Da neige ich schon sehr dazu, glaube ich. Gebe ich mal weiter. Also ich stelle auch niemanden aufs Podest, aber wenn ich jemanden aufs Podest stellen würde, dann würde ich im Moment den Eckhart Tolle aufs Podest stellen. Und Monja, ich würde euch, also einfach, wenn du dich damit beschäftigen willst, das Buch Eine neue Erde. Und das ist vom Eckhart Tolle, es gibt ja viele andere, aber das finde ich gerade wirklich, weil das ein Buch ist, was und das schreibt er auch in seinem Vorwort, dass da tatsächlich beim Lesen Transformation passieren kann. Also ich mache gerade einfach diese Erfahrung und wie gesagt, ich stelle ja niemanden aufs Podest.
Genau, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich finde, es hat mir schon jetzt irgendwie, war das nett, jetzt da einzutauchen, ganz unverhofft in dieses Gespräch. Und was ich mir mitnehmen möchte, ist diese, jetzt nicht so sehr die spirituellen Lehrer an sich, sondern wie bringe ich die spirituelle Ebene oder die innere Ebene und die Ebene eben, Monja, der Unverfügbarkeiten, wie bringe ich die in, so, dass sie in den Krisen irgendwie relevant ist und dass sie transformierend ist, sowohl nach innen als wie nach außen. Das ist so, an der Frage hänge ich gerade ein bisschen und das ist dann auch schön, wenn es wieder Anknüpfungspunkte gibt dazu. Und da gibt es ja dieses nordische Institut da, die mit der Innenarbeit, ich habe jetzt den Namen dazu vergessen, Ex-Keret-Institut oder so, die sagen, wenn man nicht die Innenarbeit macht, dann passiert auch im Außen nichts. Und das sagen nicht nur die, sondern das ist halt auch so. Und ja, den Zusammenhang auszuloten und da irgendwo aktiv zu werden, das ist was Schönes, wenn es gelingt. Danke. Ich kann ja nur erschließen, worüber ihr gesprochen habt, weil ich war nicht dabei. bin eigentlich nirgendwo angedockt bei Lehrern. Bei den Sufis wäre es beinahe gewesen, habe aber das Buch gelesen von Ken Wilber, was ist sozusagen, das besser ist, mich an Traditionen anzudocken als an Lehrer. Und ich bin sehr verpflichtet, eben Marshall Rosenberg, obwohl das kein spiritueller Lehrer war, aber der GfK und eben meinen Gene Keys und Human Design, das ist ja, und Eckhart Tolle auch, aber das, ja, ja, große Dankbarkeit. Ja, wunderbar. Jemanden aufs Podest stellen. Ich habe so eine Methode des Lernens, dass ich, wenn ich was Neues erfahre, das immer annehme, so trying on for size, so ungefähr, dass ich eine Weile lang mich damit identifiziere und es dann wieder loslasse. Und dann habe ich ja auch den Kurs in Wundern und diese ganzen Sachen durchgemacht. Das finde ich immer dann eine Weile toll. Und dann irgendwann auch Ken Wilber am Anfang, das hat ziemlich lang gedauert, bis ich den nicht mehr so ganz so super toll fand. Also den habe ich ziemlich lang. Oder Jordan Peterson oder andere Leute. Ne? Das ist, manche dauern länger, dass ich den ganz, ganz toll finde. Und dann geht es wieder so ein bisschen zurück. Aber was nicht heißt, dass ich nicht würdigen kann, was ich von denen gelernt habe. Aber dann jemanden so richtig auf den Podest stellen und dann nur noch da dran und nur noch das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist, na gut, sehen wir mal, wie unsere spirituelle Reise weitergeht. Da danke ich euch erstmal für heute.